herzlich willkommen. Die 10. Folge von Olafs Club. Das heißt, das Dutzend ist voll. Heute finaler Abriss, komplettes Rambazamba, Rumbazumba, Halligalli, Huckepack. Und unser Line-Up kann sich heute wirklich sehen lassen. Florian Wintels. Wir haben Julius Fischer, einen der besten Philipp Zimnis aller Zeiten, Sarah Hakenberg und Michael Hatzius nebst Exe. Auf geht's! Herzlich willkommen! Das ist jetzt wieder Olafs Club Nummer 10. Heute lassen wir es noch einmal richtig krachen. Ich freue mich heute tatsächlich sogar wirklich. Und wir haben ein bezauberndes Publikum, wir haben bezaubernde Gäste. Letzte Folge, Abschlussfest, das krönende Finale einer erfolgreichen Staffel. Wir haben 10 Sendungen aufgezeichnet. Und ich würde sagen, mit Ach und Krach kann man sogar 3 ausstrahlen. Und damit es heute lustig wird, wird heute viel musiziert. Und zwar mit Gitarre. Das muss man jungen Menschen wirklich mal erklären. Gitarre, damit hat man früher wirklich Musik gemacht. Es gibt auch noch heute Menschen, die dieses Instrument spielen können. Ja, Gitarre, man wird ja auch manchmal gefragt, ja, Gitarre irgendwie geil, wie wird man Gitarrist? Ist eigentlich ganz einfach, Gitarrist wird man, wenn man zu hässlich für Sänger ist. Ja. Und das ist eine richtige klassische akustische Gitarre. Ja, es gibt ja auch elektrische Gitarren, E-Gitarren. Die steckst in die Steckdose, macht alles alleine. Da musst du gar nicht mehr spielen können. Hier ist wirklich noch richtig Handwerk. Ja, und man sieht ja, 6 Seiten. Ja, also oben, unten, vorne, hinten. Nee, Quatsch, das ist oben und da, oben, unten, vorne, hinten. Es sei denn, man hält so rum, dann ist hinten, vorne und oben, unten. Ja, also eigentlich 6 Seiten. Wo die anderen beiden Seiten sind, da sind, glaube ich, auch schon andere Gitarristen dran zerbrochen an der Frage. Ja, deshalb ist es ja immer bei berühmten Gitarristen der gleiche Werdegang. Ja, irgendwie, die finden die Seiten nicht mehr. Drogen, Absturz, Kiffen. Und die erfolgreichsten Gitarristen sind ja mit 27 gestorben. Meist auch wirklich dramatisch. Jimi Hendrix im Vollrausch erstickt am Erbrochenen. Ja, das ist wirklich nicht schön. Also ich glaube, schlimmer ist bloß, wenn man am Erbrochenen andere erstickt. Ja. Und ja, und das Gute an der Gitarre, wenn man keine Lust mehr hat, dann sie brennt auch sehr gut. Also brennt wirklich wesentlich besser als Trompete. Ja, weil man, ja, kein Quatsch, weil man ja so durch das Pusten das Feuer mal wieder ausmacht. Ja. Also, und trefflich ist natürlich, dass wir heute auch gedungenes, hochqualifiziertes Personal haben, um dieses Instrument zu spielen. Wir haben hier einen sehr jungen Künstler, er wird uns zum 10. Jubiläum ein Ständchen singen und wenn er groß ist, wird es vielleicht sogar ein Ständer. Tete! Wollte ich gerade sagen. Das war Timing, perfekt. Ja, das hat mich als Kind an der Musikschule tief geprägt, als ich diesen Zettel las. Da stand irgendwie da irgendwas mit Noten und irgendwie, da stand da, wer noch keinen Ständer hat, geht hoch und holt sich einen runter. Das war beim Kantor Stier, beim Flötenunterricht. Ach, was hatten wir für Spaß. So, jetzt jedenfalls freuen wir uns auf den grandiosen, famosen Meister dieses Instruments und Meister der Worte und des Gesangs, Florian Wintels. Empfange das Instrument. Ja, schön, dass ich da bin. Ich bin Flori, ich freue mich sehr, hier zu sein im MDR. Und es ist absolut mein Lieblingssender. Ich habe früher auch schon in MDR-Bettwäsche geschlafen. Ich war immer alle Sendungen geguckt. Hier gibt es ja die coolsten Sendungen. Das Sandmännchen. Ja, und und ich war sehr aufgeregt, als ich jetzt die Einladung bekam, deswegen war was sehr Besonderes für mich. Ich wusste gar nicht, wie verhält man sich hier im MDR, was zieht man da an? Ich habe mich jetzt entschieden für eine Hose, hoffe war okay, Hose, sehr gut. Und ich wollte auch was ganz Besonderes machen, deswegen habe ich euch heute was mitgebracht, was glaube ich alle cool finden. Ich möchte euch nämlich entführen ins Reich der Klänge, ins Reich der Musik. Gibt's da Fans? Ja.
Das sind 5 Stück, das reicht mir. Und deswegen habe ich mir extra für heute das Gitarrespielen selbst beigebracht, habe mir dieses Instrument gekauft von meinem Taschengeld. Und ich wurde vorhin schon gefragt, ob es irgendwie eine Kindergitarre ist, weil die so klein aussieht. Aber ich kann euch beruhigen, es ist tatsächlich eine ganz normale Gitarre. Die wirkt einfach ein bisschen kompakter, weil ich so eine Maschine bin. Ja, ich bin tatsächlich ziemlich krass. Also ich würde mich nicht mit mir anlegen, weil ich bin ungefähr gleich stark. Kleiner Logikwitz. Versteht ihr? Ja, ich mache ein paar Witze, muss ich auch zugeben, die versteht man nicht auf Anhieb. Auch ich nicht. Ich habe auch noch nicht alle Witze verstanden, die ich heute gemacht haben werde. Aber es kann schon sein, dass wir in 2, 3 Jahren plötzlich da sitzen und uns denken, der Flori, der war schon hot. Ja, auf jeden Fall habe ich Wochen, Monate und teilweise Minuten mit dem Studium dieses Instruments verbracht. Habe mir die wichtigsten Akkorde drauf geschafft. A, B, C und die 6. Und ich habe ein kleines Musical geschrieben über ein Thema, was für mich in den Medien und in der gesamten Welt zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Das Musical handelt von mir. Deswegen, also Leute kommen oft zu mir an und sagen, Flori, wer ist das? Und das muss ich ändern, deswegen möchte ich mich ein bisschen besser vorstellen mit dem Lied. Und es handelt von mir und meiner positivsten Eigenschaft und trägt den Titel Ich bin reich. Hat so ein kleines musikalisches Intro, um mich so ein bisschen in die Musik hineinzugeleiten. Dann gibt es eine kurze Pause und dann gibt es eventuelle Fragen, die wir klären können. Und dann geht's los. Habt ihr Bock? Ja, dann fange ich jetzt an. Viel Spaß! Ja, das war das Intro. Gibt's Fragen? Nö, dann beginne ich. Meine Zukunft war mir stets ein Graus, ein schwarzes Loch aus Angst. Und falls ich stirbe, wer wird mich vermissen? Keiner mochte mich, mein Abitur war auf einer Skala von 1 bis 10 beschissen. Ich fragte, Vater, du bist alt und weise, ich versteh die Welt nicht mehr. Es wär so schön, wenn du sie mir erklärst. Er sagte, Sohn, hör meine Worte. Entweder du packst deine Sachen und gehst, oder du packst deine Sachen und fährst. Ich war alleine und ich war dumm. Ich war hoffnungslos und obdachlos. Das brachte mich um den Verstand. Um den Verstand. Ich brauchte Geld, ich brauchte Eigentum, um es allen zu zeigen. Drum ging ich zu RTL 2 und ich erzählte, wer ich sei. Und wenig später putzte ich das Klo. Und ich fragte, wann ich dann mal vor die Kamera darf. Und sie lachten, denn auch sie hätten Niveau. Ich war bei McDonald's, bei Burger King, bei KFC und Co. Doch hab ich es nie zu einem des Chefs gebracht. Ich hielt mich nie an die Rezepte und habe dann einfach aus Versehen statt denen ganz gutes Essen gemacht. Woo! Ich machte wirklich jeden Scheiß. Woo-oh. Doch keiner will mich haben, Baby. Oh, ich wär so gerne reich. Whoa. Und jetzt kann ich das sagen. Ich bin reich. Ja, ich bin reich. Und ich sag euch auch warum. Denn ich bin reich. Ja, ich bin reich. Reich an Erfahrung. Ja, das war der Gag. Ich mach trotzdem weiter. Dankeschön. Ich versuchte es mit Glücksspiel, Hunderennen, alles auf die Überschnelle, setzte meinen allerletzten Schein. Die Hunde rannten los, meiner kam zum Schluss. Er hatte nur ein Bein und ich grub nach Gold und ich grub nach Schätzen, nach Diamantenöl und nach Scherben. Ich sprach wildfremde Leute vor der Bühne an. Hey, darf ich sie beerben? Cool. Ich machte wirklich jeden Scheiß, oh, aber nichts soll mir gelingen, lingen. Oh, ich wär so gerne reich, oh, und jetzt kann ich das singen. Ich bin reich, ja, ich bin reich, oh, und ich sag euch auch warum, denn ich bin reich, ja, ich bin reich, oh. An schlechter Laune, ihr Penner, innen solo.
ich jeden Scheiß, oh, oh. Doch keiner will mich haben, Baby. Oh, ich wär so gerne reich, oh, oh. Und jetzt könnt ihr das sagen, wir sind reich. Ja, wir sind reich. Ja, das seid ihr. Und ich sag euch auch warum. Denn wir sind reich. Ja, wir sind reich. Hey, hey, hey. Reich an Erfahrung. Florian Wintels. Oh, toll gesungen, oder? Das hat gefetzt, auf jeden Fall. Das hat Ost eingeschockt. Mega reingeknallt. Ja, auch mir gefällt das so, dieses Falsett. So. So, ich wollte ja auch früher Rockstar werden. Bist du doch. Stimmt, jetzt wo du sagst. Hm. Ja, ich fühle mich bloß nicht so. Ja, aber ich glaube, das tut keiner der Rockstars. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Julius, ja. Wir kennen uns lange. Wir sind zusammen durch dick und dünn gegangen. Wobei, glaube ich, auch jeder weiß, wer wo durchpasst. Und es war ja immer, ja, wir haben immer so, ich habe immer das Gefühl, wenn wir so sprechen, dass ich da im Mittelpunkt stehe. Deshalb jetzt auch mal die ganz ehrliche Frage. Lass uns mal über dich reden. Was findest du an mir am besten? Ja? Hm. Also, ja. Wirklich? Oder ist das jetzt, war das gespielt? Das war gespielt. War gespielt. Das war gespielt. Das war wegen Witz. Das war für ein Witz. Ja, ja. Du wirst ja heute auch musizieren für uns. Was ist die Musik, die du zu Hause hörst? Alles so vom Radio, 16, 17, 18, 19, heute. Nee, tatsächlich, aktuell höre ich vor allem Paw Patrol. Paw Patrol ist jetzt nicht in dem Sinne Musik, ist eigentlich nur das Titellied von Paw Patrol. Paw Patrol ist so eine... Ist das nicht so eine Trash-Metal-Band aus Dänemark? Ja, exakt. Okay. Exakt. Ja, die zersägen Hunde. Nee, tatsächlich ist die Paw Patrol ist eine Hunde-Comic-Serie. Fünf kleine Hunde leben zusammen mit einem elterlosen Jungen in einem Haus voller Autos in einer Stadt, in der es keine Polizei gibt und keine Müllabfuhr und nix. Und diese Hunde, die heißen Rubble Chase, Rocky, Zuma und Sky. Du merkst, ich bin im Thema. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich tatsächlich für all die Informationen, die ich von der Paw Patrol gesammelt habe, wegen meiner Kinder irgendwelche Sachen aus meiner Kindheit vergessen habe. Oder, oder wie es ist zu lieben, weiß ich nicht. Das ist wirklich ein Film. Das ist jetzt kein Drogen. Klingt eher nach so einem Drogenflash. Manchmal wünsche ich mir, es wäre einfach so ein Drogenrausch, der irgendwann wieder aufhört. Aber nein, er hört nie auf. Stell dir vor, das hätte Jimi Hendrix erlebt. Er hätte wie heißt es? Nee, Popeltroll, ja. Popeltroll. Ja. Popeltroll. Der wirft sich irgendwas ein, sieht Popeltroll und... Ich glaube ehrlich gesagt, dass das Leute geschrieben haben, die ganze Zeit unter Drogen stehen. Ja. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Du musst das schauen wegen der Kinder? Wegen der Kinder, genau. Wegen der Kinder. Aber das wird alles, das wird alles. Und denen gefällt es auch nicht? Nee, natürlich nicht. Aber irgendwie muss man die ja ruhig kriegen. Ja, das stimmt, das stimmt. Also wir sind ja dann auch tagsüber nicht da und die sind jetzt 1 und 3 und da... Machst du halt die Tür zu und hoffst aufs Beste. Gut, aber ich finde es, muss ich aber sagen, sehr wichtig. Ich habe nichts gegen Fernsehen. Ich finde aber wichtig, dass die Kinder nicht nur Fernsehen, sondern dass die auch ab und zu mal vorm Computer sind. Oh, definitiv. Ja, also definitiv. Wir haben in jedem Zimmer ein Tablet. Okay. Ja. Da muss schon irgendwie die Balance gewahrt werden. Na, also, klar. Dass es auch in Zukunft Kinder gibt, die noch den MDR schauen. In 50 Jahren bin ich dann der Letzte und mache hier das Licht aus. 50 Jahre machst du noch? Das denkst du? Na klar, jetzt 26. Ja, ne? Stimmt, okay. Die Rente ist dann 76. Das liegt, glaube ich, nur an der Frisur, dass ich dich für älter halte. Ja. Ja. Jetzt hast du quasi auch die erste Frage beantwortet. Jetzt habe ich die erste Frage beantwortet. Es ist deine Frisur. Du fährst, jetzt ist Sommerbeginn. Ja. Also das ist ja eine Aufzeichnung. Wir sind nicht live, sondern wenn Sie das zu Hause sehen, bist du dann vielleicht sogar schon aus dem Urlaub zurück? Nee, ich werde nie wieder aus dem Urlaub zurückgehen. Wo geht's hin? Wir haben zuerst gedacht, dass wir vielleicht so einen kleinen Tauchkurs machen als Familie, aber das ist momentan nicht so beliebt. Dann war Wandern eine Idee. Wandern kann ich mit Kindern nur empfehlen. Die sind so dankbar. Die haben Bock, ne? Ja. Das kenne ich auch, dass sie immer anrufen, dass sie mir so kleine Briefe schreiben. Fahrrad, die man gehen wir endlich wieder wandern in die hohe Tatra.
Herrlich. Nee, also wir fahren tatsächlich, an die Ostsee, wie es sich gehört. Wir nehmen die Kinder auch mit. Weil die am Ende, ich meine, du kriegst ja dann auch immer viel zurück von denen. Natürlich. Keime noch aus der Kita zum Beispiel. Genau. Ja. Das ist es. Also du bist quasi so richtig so Standort-Ossi im Ostsee an die. Ich lege mich ohne Buchse an den Strand. Richtig, wie auch mit FKK. Ja, und ich bringe das den Kindern also auch bei. Also richtig komplett schulterfrei. Die sind, also tatsächlich ist der Große ist jetzt fast stubenrein und wir haben auch abgestillt jetzt bei, also und das ist bei mir nach 39 Jahren auch sinnvoll. Ja, glaube ich. Natürlich, ja. Sonst könntest du ja nicht auf die Bühne. Nee. Sonst müsst ihr. Meine Güte, das wird. Es ist ja wirklich so, Urlaub mit Kindern ist ja so, dass man als Familie irgendwo hinfährt, wo man auf Kinder überhaupt nicht vorbereitet ist, dass es ja noch beschissener ist als exakt. Zu Hause. Ja, ja, auf jeden Fall. Du, das ist ein komplettes Missverständnis. Du nimmst ihnen alle Spielzeuge, du nimmst ihnen die Routinen, du nimmst ihnen die gewohnte Umgebung und du gibst ihnen pralle Sonne den ganzen Tag. Mhm. Das ist ein Erfolgsrezept wirklich für geile schlaflose Nächte. Mehr lose geht nicht. Ja. Das muss man wirklich sagen. Aber es ist ja auch schon mein Name. You lose. Ja. You lose Fischer. Ja. Ich wünsche dir jetzt schon mal einen schönen Urlaub. Dankeschön. Ne? An der Ostsee, können dann auch Scholle essen. Gibt es jetzt günstig für 27 Euro. Und naja, ansonsten, wie lange bleibt ihr? Immer. Immer. Ach, bleibt ja, ja, genau. Wir bleiben jetzt immer. Schöne Zeit oder wie man so auch sagt, mein Beileid. Jetzt aber musst du vorher nochmal, darfst nochmal hier Olafs Clubbühne rocken. The stage is ready. Yes. Rumble in the jungle. I go. Julius Fischer. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ja, ich bin tatsächlich noch in Elternzeit oder wie ich gerne sage, Eltern keine Zeit. Das trifft es eigentlich besser. Bald bin ich wieder auf Tour mit meinem neuen Programm Fischer for Compliments. Ein sehr guter Programmtitel. Und ich fahre meistens mit dem Zug, wenn ich auf Tour bin. Das bedeutet, ich habe immer die Gitarre dabei. Und es ist eigentlich wurscht, wo ich mich hinsetze. Immer wird irgendjemand aufstehen und sagen, oh ho, eine Gitarre. Ob der Herr Musikus ein Lied für uns spielt. Und ich weiß nicht, was ich darauf erwidern soll. Ich denke, fuck you, fuck you, fuck you. Und dann sage ich irgendwas Souveränes wie, nee, das ist keine Gitarre, das ist eine Armbrust. Ich bin eigentlich Mörder, aber kann ich gerne was zeigen. Und ich weiß auch immer nicht, was ich spielen soll, weil. Also ich weiß ja nicht, was der mag. Wahrscheinlich halt auch das Beste aus den 50er, 60er, 70er, 80er, 90er bis heute. Alles aus dem Radio. Ich bin ehrlich gesagt froh darüber, dass er sich mir schon am Anfang als Idiot zu erkennen gibt. Weil sonst würde ich ja während der Fahrt irgendwie zu viel Arbeit reinstecken in irgendeine Kommunikation, in ein Gespräch. Und am Ende stellt sich raus, der ist Nazi oder so. Also ich meine, für mich sind Nazis immer Idioten und andersrum. Aber das liegt halt daran, dass ich in Sachsen aufgewachsen bin. Da ist das ganz normal. Ich werde aber ihm, glaube ich, ein Lied spielen, um mich ihm auch zu offenbaren, damit er gleich mal weiß, was ich für einer bin. Have fun. Die Hobbys meiner Kinder sind mir scheißegal. Ob sie singen, basteln, Fußball spielen, ich lieb sie allemal. Aber eine kleine Sache wünsch ich mir insgeheim. Ich werde sie nun äußern und dabei ein bisschen schreien. Ich hoffe, meine Kinder werden Klimaterroristen. So richtig linksgrün versiffte Nachhaltigkeitsfaschisten sind im veganen Staat als Märtyrer am Start. Machen den Boomern richtig Stress als Teil der Gender-SS. Ich gebe zu, das ist vielleicht ein bisschen drüber, aber wenn wir den Idioten die Sprache wegnehmen wollen, dann richtig. Ich hoffe, meine Kinder machen mit bei jedem Streik. Bleiben solidarisch, Schergen der Gerechtigkeit, Soldaten in der Trollarmee.
der Empathie-Mitglieder in der internationalen Tierschutzmiliz. Tierschutzmiliz. Ich hab ihnen das noch nicht gesagt. Das ist Stress, den niemand braucht. Ich habe nur mal vorsorglich Sekundenkleber gekauft. Herzlichen Dank. Dankeschön. Wahrscheinlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Typ dann zu dem Zeitpunkt schon weggegangen ist oder mich verprügelt hat, weil er doch Nazi ist, weil ich das T-Shirt übersehen habe, was er anhatte, auf dem draufsteht, wer macht wieder mit. Das ist wirklich, das ist so unfassbar, oder? Das ist einfach, das ist für mich Uwe Steimle-Humor. Da kannst du auch nichts drauf, also das Einzige, was du, glaube ich, auf wer macht wieder mit erwidern kannst, ist Navy so. Gut, letztes Lied. Entweder einer oder alle. Aber vielen Dank. Also, letztes Lied jetzt an der Stelle. Ihr kennt die Situation vielleicht auch. Ihr habt schlecht geschlafen, ihr steht früh auf, ihr rammelt mit dem Fuß an einen Wäschekorb, den ihr abends noch wegräumen wolltet. Ihr wollt duschen, es ist lauwarm, weil alle scheiß Nachbarn vor euch schon geduscht haben. Dann habt ihr auch noch Stress im Job, weil ihr habt eine Rammstein-Coverband und das ist jetzt gerade schlecht. Aber ihr seid voll gebucht für Kindergeburtstage und Hochzeiten und jetzt müsst ihr logischerweise das Repertoire ändern und dann habt ihr noch die ganze Pyro da und die nimmt euch jetzt auch keiner ab und so weiter. Und dann wollt ihr heute einen Kaffee trinken und dann ist der Kaffee alle und dann geht der Vater mit dem Fahrstuhl nach unten, kriegt einen Schlag von dem Fahrstuhl und dann geht er auf die Straße und Vogelscheiß auf den Kopf. Und darüber habe ich ein Lied geschrieben. Du kriegst jeden Tag irgendwo einen Schlag beim Händeschütteln oder Fahrstuhlfahren. Wie paradox das ist, so müde wie du bist, bist du das Gegenteil von aufgeladen. Was will das Universum dir damit sagen, dass dich ständig alle Gegenstände schlagen, dass du ein Opfer bist? Ein richtiges Opfer bist. Warum fragst du dich dann, trifft mich der Blitz nicht? Dafür bist du dem Universum wirklich nicht wichtig genug. Hast du dich nie gewundert, dass in 100 von 100 Fällen ausgerechnet dir so viel Scheiße passiert? Kommst du an die Kreuzung, springt die Ampel sofort um. Und natürlich ist dort jemand, der jongliert. Und dann hast du natürlich für den kein Kleingeld. Und dann wirft die Sau dir die Keule auf die Scheibe, weil du ein Opfer bist. Ein richtiges Opfer bist. Apropos Kleingeld vor dir an der Kasse, kramt die Oma länger schon nach 2 Cent. Während jeder Mensch hinter dir an die grad aufgemachte Kasse 3 rennt. Das Freibier ist bei dir natürlich alle gegangen. Den Brautstrauß hat mal wieder jemand anderes gefangen. Der Müllbeutel reißt im Treppenhaus den Eimer Farbe, hast du nicht gesehen. Der letzte Sitzplatz ist vergeben, deshalb musst du jetzt bis München stehen. Dir rumort's total im Magen, die Toiletten sind defekt, du kriegst zu viel. Du rennst in den Speisewagen, wo dich alle Leute fragen, ob der Herr Musikus ein Lied für uns spielt, weil du ein Opfer bist. Ho, 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 ein richtiges Opfer bist. Und jetzt alle, 1, 2, 3, weil du ein Opfer bist. Warum, nur warum, nur warum, nur warum, nur warum, weil du ein Opfer bist. Oh, warum, nur warum, nur warum, nur warum, nur warum, weil du ein Opfer bist. Weil ich ein Opfer bin. Dankeschön. Julius Fischer, ich habe ja versprochen, heute viel Musik. Es gibt immer eine Ausnahme. Jetzt kommen wir zur berühmten Ausnahme, die die Regel bestätigt. Denn unser nächster Gast wird nicht
musizieren, aber trotzdem, ich sag mal so, allein dem Wohlklang seiner Worte zu lauschen, dem Wohlklang seiner Stimme, das ist auch eine Symphonie und selbst sein bloßer Name ist schon eine kleine Operette. Denn hier kommt der spektakuläre Jan Philipp Zymny. Hallo. Ich habe das Gefühl, nach so viel Gitarre, ich muss jetzt wenigstens einen Kartentrick aufführen oder so. Ich habe so ein bisschen Druck. Hatte jemand von euch vor kurzem Geburtstag? Irgendjemand? Da? Du? Da hinten auch? Ja? Hallo, wie heißt du? Sigi. Hallo Sigi, wie alt bist du geworden, wenn ich frage? Ne? Ich ziehe das zurück. Scheint ein Wunderpunkt zu sein. Also so alt. Okay, ich nehme das hin. Ich werde das nicht überprüfen. Ich bin vor kurzem 30 geworden. Ich danke, das ist... Ja, nein. Der erste Impuls war richtig. So eine Person von 100, die klatscht, ist die richtige Reaktion, wenn jemand 30 wird. 30 fühlt sich nicht mehr besonders an. So 16 zu werden hat sich mega besonders angefühlt, weil man darf mal ein Bier trinken. Yeah. Ja, Bierfans sind anwesend. 18 hat sich mega besonders angefühlt, weil man darf mal einen Schnaps trinken. Yeah. Ja. Und Autofahren. Ich weiß nicht, warum die das zusammengelegt haben. Da darf ein Puffergeburtstag dazwischen liegen. Aber gut. Aber 30 zu werden hat sich so angefühlt, als wollte die gesamte Gesellschaft mir kollektiv sagen, bitte geh zur Arbeit. Bitte, es ist ein Werktag, dein Geschenk sind Rückenschmerzen. So hat sich 30 ist noch nicht alt, aber ich habe jetzt so, es geht jetzt so langsam los. Ne? Also ich merke jetzt so langsam, ich beginne anzufangen zu erfahren, wie sich Altsein anfühlt, glaube ich. Letztens bin ich morgens aufgewacht und ich muss echt doof gelegen haben, weil ich bin aufgewacht und es waren alle meine Lebensträume weggestorben. So. Und das war eine Riesenerleichterung, ganz ehrlich. Das war voll die Erleichterung, weil mit Anfang 20, ich habe nächtelang wachgelegen und mich gefragt, was kann alles noch eines Tages aus mir werden? Das hier. Das ist wer ich bin. Ed Sheeran, der Kohlehydrate entdeckt hat. Das ist... Ich weiß nicht, ich hab schon das Gefühl, also... dass ich älter werde, aber ich fühle mich nicht erwachsen, wenn ich ehrlich sein soll. Wenn ich ehrlich sein soll, fühle ich mich die meiste Zeit wie 12. Wie ein sehr müder 12-Jähriger. Ein sehr müder 12-Jähriger mit so 2300 unbeantworteten E-Mails im Postfach und einem Baufinanzierungskredit, wo er nicht weiß, wie er da dran gekommen ist. Und ich kriege einfach einmal im Monat Post von der Sparkasse, da steht drin, Sie müssen bezahlen, und ich stehe vor dem Briefkasten. Aber ich bin 12. Taschengeld ist aufgebraucht. Ich habe am Kiosk eine gemischte Tüte für 900 Euro gekauft und jetzt ist nichts mehr übrig. Es gab einen Moment in meinem Leben, wo ich mich erwachsen gefühlt habe. Einen Moment gab es, wo ich mich erwachsen gefühlt habe. Da habe ich eine Werbung auf YouTube gesehen für einen Waschtrockenautomaten. Und meine Reaktion darauf war, dann weißt du, es ist vorbei. Jugendliche reagieren nicht so auf Waschtrockenautomaten. 16-Jährige stehen nicht am Hauptbahnhof und zeigen sich auf ihren Handys Bilder von Waschtrockenautomaten und sagen dann, schau, Bre, Siemens. Das passiert nicht. Jugendliche, ich weiß nicht, was sie machen, ich bin 30. Ich vermute, sie probieren sich aus. Das bedeutet hauptsächlich, sie stehen hinter illegalen Rave-Partys neben den Mülleimern und neben Drogen, die sie sich selber ausgedacht haben. Und dann werden sie danach 3 Tage lang von 8 Katzen verfolgt, die alle angezogen sind wie Zauberer und ständig sagen, Jonathan kennt dein Geheimnis. Das habe ich gehört, dass das Jugendliche immer... Jugendliche probieren sich aus, ich probiere mich nicht aus, ich probiere Käse. Im Supermarkt und sage dann, oh, der ist mir zu kräftig, nein, danke. Ich bin im Supermarkt vor einem Jahr tatsächlich das erste Mal in meinem Leben mein Herr genannt worden.
Ich weiß nicht, wie die darauf gekommen sind. Ich finde, ich habe keinerlei mein Herr-Energie. Ich habe keine... Das passt überhaupt nicht zu mir. Das passt eher zu meinem Vater. Mein Vater ist mein Herr... Das ist ein komischer Satz. Das ist... Können wir das... Können wir das rausschneiden? Das würde ich gern zurücknehmen. Können wir das rausschneiden? Nein, die Kassiererin im Supermarkt, die war vielleicht 18 Jahre alt, die hat mich mein Herr genannt, weil ich wollte Zigaretten kaufen. Ich habe seitdem aufgehört, das war so eine der letzten Schachteln Zigaretten, die ich gekauft habe. Und die lag dann so einsam auf dem Band und sie meinte zu mir, mein Herr, ich müsste bitte einmal den Ausweis sehen wegen der Zigaretten. Da draußen sind ein paar Leute bei mir. Für euch andere sei gesagt, das passt nicht zusammen. Das passt nicht zusammen. Du kannst mich nicht angucken und gleichzeitig das Gefühl haben so, oh, einer der Altvorderen. Ob der wohl rauchen darf? Du kannst nicht das Bedürfnis haben, mich mit meinem Herr anzusprechen und dir dann unsicher sein, ob ich alt genug bin zum Rauchen. Die Polizei hält auch nicht einen Dreijährigen auf einem Bobbycar an und sagt dann, mein Herr, können Sie bitte hier reinpusten? Nee, Sie sind Schlangenlinien gefahren, deswegen. Nicht weinen. Nicht weinen, mein Herr. Und ich habe der Kassiererin dann natürlich so meinen Ausweis hingehalten und dann hat die nur eine Nanosekunde da drauf geguckt. Und dann dachte ich, hä? Guckt die da nur so kurz da drauf? Erst will die den Ausweis sehen und dann guckt die nur so kurz da drauf. Hab sie fragend angeschaut und die hat meinen Blick exakt richtig gedeutet, weil die einfach nur so eiskalt zu mir meinte, ich habe die 1900 gelesen. Die musste nicht mal rechnen. Ich habe aus Protest aufgehört zu rauchen und 20 Kilo zugenommen. Danke sehr, das war's von mir. Tschüss. Jan Philipp Zimny. Das war ja wieder Zimny lustig. Ja, 30. Geburtstag. Interessant, was das so bei manchen Menschen auslöst. Viele haben Angst. Ich bin gespannt, wie es bei mir wird. jetzt kommen wir zu einer richtigen Liedermacherin. Sie schreibt klassische Schmählieder, Protestsongs und aber auch Ohrwürmer. Ohrwürmer, das ist ja was ziemlich Schlimmes, ja, in der Medizin ja bekannt als Silbereisen-Tinnitus oder Morbus Helene. Und ich komme ja eher so auch aus der Protestsong-Ecke und ich habe gedacht, weil der Jan Philipp Zimny sich zu fein war, ein Lied zu spielen, alle haben Lieder geschrieben, dass ich wenigstens in die Bresche springe, denn ich habe damals in meiner Jugend auch richtige Protestsongs geschrieben gegen Umwelt. Das Lied Der Apfelbaum war einer meiner ersten Songs. Es ging so auf meiner Straße steht ein Apfelbaum, doch der Baum ist krank. Denn am Apfelbaum hängen Pflaumen. Ja, das ist noch nicht mal bei der GEMA angemeldet. Bin ich froh, dass ich dieses Frühwerk auch nochmal... So, und jedenfalls, unsere nächste Künstlerin hat schon in allen großen Städten gewohnt. Sie hat gelebt in Hamburg, in Berlin, in Köln. Jetzt hingegen lebt sie in Ostwestfalen oder wie man in Fachkreisen sagt, in der Pampa. Ostwestfalen, das ist so ziemlich das Trögeste, was es wirklich gibt. Also das ist sowas wie Vogtland, aber ohne Berge. Also nicht mal Bäume, ja? Also das ist nicht mal Landschaft, das ist nur Wiese, Maulwürfe und Wölfe. Und ich glaube, dort erlebt man was und das könnte spannend sein, dem zuzuhören. Hier kommt die famose Sarah Hakenberg. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Es stimmt tatsächlich, was Olaf gesagt hat. Es ist nicht viel los in Ostwestfalen. Es hat allerdings auch ein paar Vorteile, in Ostwestfalen zu leben, habe ich festgestellt. In den letzten Jahren, da gab es ja wohl so ein paar Lockdowns, habe ich gehört. Ich nehme an, ihr habt in Leipzig was davon mitgekriegt, wir nicht.
Irgendwann hat mich meine Freundin angerufen aus Berlin und meinte, ach Sarah, das ist alles so deprimierend. Dann habe ich gesagt, was ist denn deprimierend? Da meinte sie, ja, der Lockdown. Dann habe ich gesagt, was denn für ein Lockdown? Da meinte sie, hallo, ich kann nicht mehr in die Oper gehen, ich kann nicht mehr ins Theater gehen, ich kann nicht mehr in die Kneipen gehen, in die Clubs. Nach 20 Uhr ist draußen nichts mehr los. Dann habe ich gesagt, ja, normal. Aber auch wenn wir es ja zum Glück geschafft haben, noch recht glimpflich aus dieser Krise herauszukommen, in der nächsten, mit Sicherheit noch viel, viel größeren Krise, stecken wir bereits mittendrin. Und was ihr dagegen tun könnt, das erfahrt ihr in meinem Lied. Heute ist der herrlichste Tag auf der Welt. Georg ist glücklich wie nie. Er streichelt liebevoll und stolz geschwellt seine neuen SUV. Früher ging Georg zum Joggen oft raus, versuchte sich gar am Florett. Sportlich sieht er heute gar nicht mehr aus, das macht sein Wagen nun wett. Natürlich hat Georg vom Klima gehört, doch ich brauche den Wagen, denkt er empört. Ein E-Auto hat er sich auch zugelegt, das wird ab und zu auch bewegt. Doch die Wildledersitze findet er spitze, während er pfeift und lacht, putzt er jede Ritze der Ledersitze, weil er's so gerne macht. Dann setzt er sich drauf und juchzt aus Übermut. Im Wagen riecht es so gut. Georg hat nur noch einen größeren Bauch, eine Frau und natürlich ein Haus. Und nach viel Übung, da schafft er es auch und kommt aus der Garage heraus. Ein bisschen hat schon seine Stimmung verpatzt, dass seine Frau Leonie ausgerechnet die Fruchtblase platzt in seinem SUV. Der Wagen ist nur ein Gebrauchsgegenstand, das weiß er und trotzdem ist doch allerhand, denn schließlich war es ein neuer und ungeheuer teuer. Doch die Wildledersitze findet er spitze, während die Frau gebärt, putzt er jede Ritze der Ledersitze. Die Arbeit ist es wert, dann setzt er sich drauf und juchzt aus Übermut. Im Wagen riecht's wieder gut. Kurz drauf verzieht er erneut das Gesicht, als Töchterchen Annelie sich kompromisslos und heftig erbricht in seinem SUV. Am selben Tag holt er auch noch Opa Fritz. Es ist kalt, doch die Heizung ist an. Klar, dass der Opa auf so einem warmen Sitz nicht mehr an sich halten kann. Und dann, als wäre es nicht eh schlimm genug, kommt auch noch ein Klimakämpfer zum Zug. Tatsächlich hat er es geschafft, dieses Schwein, und schlug ihm die Frontscheibe ein. Doch die Wildledersitze findet er spitze, während er schrecklich flucht, putzt er jede Ritze der Ledersitze, weil er nach Scherben sucht. Dann setzt er sich drauf, an der Hand etwas Blut. Im Wagen riecht's nicht mehr gut. Der SUV hat ihm nur Unglück gebracht. Teurer wird jetzt noch der Sprit. Dann verlässt ihn seine Frau in der Nacht und nimmt noch das Töchterchen mit. Wie kann sie das machen? Es ist unerhört. Welch Hohn, ja welch Infamie. Leonie hat nun sein Leben zerstört, denn sie nahm auch den SUV. Als er verzweifelt ins E-Auto steigt, stellt er fest, jetzt hat er alles vergeigt. Denn verwehrt blieb ihm gar der Suizid durch Kohlenmonoxid. Doch die Wildledersitze fand er so spitze, während dies Lied verhallt, putzt er jede Ritze der Plastiksitze in seiner Heilanstalt. Und darum bitte ich euch, kauft euch nie, niemals einen SUV. Dankeschön. Vielen Dank.
Lichtenberg. Sie kam, Sarah, und singte wunderbar, wie man so schön sagt. Ja, der SUV, das muss man sagen, der ist ja auch in der Öffentlichkeit schon am Pranger oder geächtet. Ja, ist so, ja. Kann groß. Man nicht anders sagen. Ist halt genau. Ja, halt laut. Enormer Ressourcenverbrauch. Riesige, hohe Dinger. Und ja, ich finde das auch nicht gut. Ich fahre so einen ganz flachen Porsche. Ja, yes. Was ganz anderes. Ja, natürlich. Ich fahre Panzer zum Beispiel. Panzer? Ja. Ah. Ja, weil ich denke, wenn, dann halt richtig auch. Also ich finde eben so, SUV ist so ein Ding, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Also ja, groß, aber so richtig groß. Also ich finde, wenn, dann sollte man es auch richtig machen. Sehr gut. Also welchen jetzt? Leopard oder Marder? Ja, Leopard. Leo, ich habe einen Leo. Ja, der soll gut sein. Die gibt es ja auch in Familienausführung. Mhm. Das sind wir haben die Caddy-Version sozusagen. Okay. Vom Leo, ja. Leo Caddy. Aber der ist nochmal teuer. Teurer, glaube ich. Stimmt, ja, stimmt, ja. Also der, genau, ich glaube, der Familienleopard, der hat ja extra große Einstiegsluken, ja, damit auch Schwangere bequem einsteigen können. Ja, stimmt, ja. Und unterm Kanonenrohr noch so eine Mulde für den Maxi-Cosi. Ja, ja, es ist schon komfortabel. Aber es sind alles Extras. Ja, klar, stimmt, es kostet. Mein Gott. Aber was ich dich fragen wollte, du hast in allen großen Städten unseres Bundesgebietes gelebt. Was hat dich Hamburg übrigens nicht. Ah. Genau, München. München? Aber Hamburg nicht, ja. Naja, ist ja ein ähnliches Kaff. Eben. Was hatte ich dann aber dort ins Ostwestfälische getrieben? Dort kommt das Pumpernickel her, oder? Echt? Ja, stimmt. Ich glaube, aber westfälisch, nicht ostwestfälisch speziell, glaube ich. Westfälisch. Ja, es ist kompliziert. Tatsächlich habe ich irgendwann festgestellt, dass es, vielleicht du ja auch schon, dass es sehr, sehr viele Kollegen gibt von uns und Kolleginnen, die aus total interessanten Gegenden kommen. Ne? Und die haben dann ganz viel auf der Bühne zu erzählen. Iran, Türkei und so, ne? Asien. So, und ich halt nicht, weil Berlin, München, das ist ja total normal. Und dann dachte ich, ich muss irgendwo hinziehen, ja, wo es so richtig speziell ist und besonders und... Als Alleinstellungsmerkmal, ja. Als Distinktionsfaktor. Ostwestfalen. Ja. Was gibt es irgendwas an Ostwestfalen, wo man sagt, deshalb lohnt es sich besonders nicht, dort zu leben? Also der Kuhgeruch auf dem Feld. Ne? Also sozusagen die Ausscheidung der Kühe auf dem Feld ist schon so ein Grund. Smieft. Ja, so. Smeft. Ich wollte es so nicht sagen, aber das ist schon... Und wohnst du da richtig auf? Hast du da so ein Dorf oder so? Wie ich wohne in der City. Richtig? Ach, ja, ja, ja. Also es gibt halt viele Banlieues natürlich, aber es also 24.000 Einwohner. Wie heißt das? Ne? Banlieues? Ja, die wie nennt man Banlieues auf Deutsch? Vororte, so, ne? Woiwodschaften. Die Dörfer? Dörfer. 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 Ach, Dörfer. Dörfer. Villages. Yes, of course. Ja. Of course, of course. Yes, yes, yes. Also ein 24.000 Einwohner-Dorf, das ist aber schon, also da ist schon ein Downtown-Dorf. Also mit 24. Wir haben Kino. Carola kommt aus, wie heißt das, Spansberg. Da wohnt einer. Wer ist Carola, deine Frau? Meine Freundin. Ah, ja. Also Freundin. Mütterlicherseits. Ja, ja. Okay. Ja. Ja. Ja, das eben. Also du willst den Namen der Stadt aber nicht nennen, damit du nicht zurückkommst und dass sie sagen, jetzt kommt die Hakenbergen nein, zurück. Nein, das ist ja das Schöne an den Ostwestfalen, deswegen lebe ich da so gern. Die können ja unglaublich gut über sich selber lachen. Wenn du in München Witz machst über München, dann sagen die Münchner, naja, also wir haben schon, sind schon eine tolle, also Bayern. Und wenn du über die Ostwestfalen Witz machst, dann sagen die, ja, stimmt, hast du recht. No, und bei den Ossis ist es auch so. Das ist auch so, ja, ist toll, oder? Ja, das ist schön. Schön. Also du hast uns diese Landschaft näher gebracht und auch ein sehr schönes Lied. Ich würde mal sagen, Applaus für Sarah Hakenberg. Dankeschön. Vielleicht bist du Botschafterin, Tourismusbotschafterin von Ostwestfalen. So, der letzte Gast im letzten Olafsclub dieses Jahres. Und da kann man sagen, auf ihn freue ich mich. Hoppla. Ich wollte mich so draufstützen und dann hat er sich so bewegt. Oh. Hier ist was los. Herrlich. Das Beste zum Schluss. Ich würde mal sagen, ja, er ist ein Freund. Das sagt man natürlich manchmal so einfach. Ja, der nächste Künstler ist mein Freund. Er ist wirklich mein einziger Freund, der wechselwarm daherkommt. Und er wird... dort, herrlich. Tumult. Er wird uns jetzt nicht zeigen, wo der Frosch die Locken hat, sondern wo die Echse den Fokuhila trägt. Ich freue mich, dass er hier ist. Michael Hatzius nebst seiner Echse.
ist gut, ist gut. Ist auch angemessen. Oh, okay. Oh, nee. Ich kann nicht mehr. Oh. Was ist das hier? Wen haben Sie hier verarbeitet? Das ist der Gregor. Der war letzte Mal hier. Oh, Black Lives Matter. Aber halt nicht in Leipzig scheinbar. Das, jetzt sitzt der Frosch. Na? Leipzig? Oder darf ich Leipzig sagen? Leipzig, ich habe keine Gitarre dabei, aber ich ziehe andere Saiten auf. Kleiner Spaß für dich. Ja. So. Ich habe erst gedacht, irgendwie ist Abwasser ist kaputt, als ich das gehört habe. Aber das ist, wie so ein sediertes Schlossgespenst irgendwie, weißt du? Oder so ein Ballerspiel kurz bevor der Akku alle ist, irgendwie sowas. Aber schön, heute werden ja alle akzeptiert, da kannst du auch mitmachen dann. Das ist. Ich liebe euch, ich akzeptiere euch sehr. Ich finde, wir sind alle miteinander verbunden. Wir können uns sogar ohne Worte verständigen. Ich kann das mal kurz beweisen. Ich habe hier meinen Vorhersagebeutel. Ja. Und ich fasse mal hier so rein in den Vorhersagebeutel. Und du, Frau in diesem hellgrünen, neongrünen, wie mit so einem Büro-Textmarker angemalten Hemd. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 5. 4. Bist du ganz sicher 4 oder willst du noch mal ändern? Bleibst bei der 4, okay? Wir gucken mal, was die Vorhersage sagt. Doch der Hammer, oder? Wie funktioniert sowas? Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die können wir uns mit dem Verstand nicht erklären. Das liegt daran, dass wir alle miteinander verbunden sind. Wir sind ein Energiekörper. Wir sind Energie, die sich in einer Form manifestiert oder in mehreren übereinander, in deinem Fall jetzt. Aber dann wird diese Energie weitergehen in die nächste Form. Ja, Wiedergeburt ist ein großes Thema. Viele fragen sich, ja, wie wird's werden? Und ich möchte heute zum Ende des Abends jemandem von euch die Möglichkeit geben, live auf der Bühne eine Wiedergeburt zu erleben. Ich habe dafür zwei Körper mit, in die ihr wahlweise inkarnieren könnt. Oh, es kann nur besser werden. Ne? Also, ich habe einmal das hier. Ja, das ist ein Bärchen. Ja, für die Herren vielleicht. Die Damen mögen naturgemäß vielleicht lieber zum Häschen greifen. Es ist ja eine Universitätsstadt, wer jetzt vom Geschlecht noch unentschieden ist. Dem hole ich hier einen Drachen raus. Aber das gibt es denn jemanden, der Lust hätte, hier nach vorne zu kommen, sich hier hinzusetzen und das mal mit mir gemeinsam auszuprobieren? Ich leite das liebevoll an, wie es wäre, in einem anderen Körper zu leben, jemand anderer zu sein. Wer möchte? Du möchtest? Dann großen Applaus für den Herrn, komm nach vorne. Ja. Komm erst mal an. Genau, die Füße stehen stabil auf dem Boden, der Atem kommt und geht von ganz allein. Du bist sicher, du bist geborgen, die Echse liebt dich, die Menschen lieben dich alleine schon, weil sie nicht hier sitzen müssen. Und ich habe auch ein Mikrofon für dich, kannst du reinsprechen. Natürlich werde ich dir das nochmal desinfizieren, das ist ja öffentlich-rechtlichen wichtig. So, kannst du reinsprechen. Bin die Echse, wie heißt du? Bin der Tom. Du bist der Tom. Und bist du hier aus Leipzig? Bin aus Leipzig. Gebürtiger Leipziger? Ja. Und schon mal irgendwo gewesen, Dresden oder irgendwo? Ja, ich bin schon rumgekommen. Ja, wo warst du denn zuletzt? Schwerin. Das ist krass. Das ist, das wird wahrscheinlich nicht freiwillig gewesen sein, oder? Das, Doch, ja? Aus Leipzig nach Schwerin? Warum hast du dich nicht bis nach Rostock getraut?
Was hast du denn in Schwerin gemacht, Tom, für Schweinereien? Schwerin ist ja das lateinische Wort für Schweinerei. Das ist richtig. Was hast du denn gemacht in Schwerin? Warst du beruflich oder privat? Privat. Hab Freunde besucht. Ach, du hast Freunde auch, ja? Das ist klar. Ja, du musst halt ein bisschen weiter am Radio suchen, bis du welche findest. Ne? Das ist klar. Das ist dann ein bisschen. Nein, du bist ja ein ganz sympathischer Kerl. Und dann bist du aber wieder hergekommen. Was machst du beruflich, Tom? Ich arbeite in der Konzernsicherheit. In der Konzernsicherheit? Und gelingt die weitestgehend? Also von einem Versandhandel. Ich gucke also, wenn Bestellungen gemacht werden und dann kriege ich die da vorgeschoben und dann sage ich, ist Betrug, ist kein Betrug. Ach so, der Konzern hat so ein schlechtes Selbstbewusstsein, dass die erstmal davon ausgehen, scheiße, es hat jemand das bestellt, das muss wahrscheinlich Betrug sein. Wir müssen Tom holen, Tom! Scheiße, was ist die Vorwahl von Schwerin? Tom muss kommen. Und wie erkennst du jetzt so eine klassische, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte, was verkauft euer Konzern, was wird da so bestellt? Alles, alles Mögliche. Also ist es der Konzern, von dem ich denke, dass das ist? Vielleicht nicht, aber vielleicht doch. Also Zalando. Dann ist es wahrscheinlich Betrug. Ja, bei mir ist es andersrum. Wenn ich was von Zalando kriege, denke ich immer, mal gucken, ob es Betrug ist oder nicht. Aber das, also okay, da bestellt jemand jetzt was und woran erkennst du jetzt klassischerweise, naja, das ist keine richtige Bestellung? Wir kriegen ja viele Daten dazu. Also sag ich mal, Hans Meyer gibt jetzt an, am 4.4.88 geboren zu sein und in der, keine Ahnung, Heinestraße zu wohnen und dann kriege ich... Und dann fährst du hin und guckst, ob das stimmt. Ja. Dann klingelst du da, Hans! Schmeißt du irgendwelche Steine gegen die Scheibe? Hans, komm raus! Kurze Frage, willst du die Scheiße wirklich haben? Oder... Verstehe. Naja, es gibt dann so Auskunftteilen, gewisse, die geben ja die Daten dann so preis und da... sehe ich dann, ob das stimmt oder nicht stimmt. Und wenn dann das Geburtsdatum nicht passt und dann die Adresse nicht passt, könnte man so... Du kennst das Geburtsdatum. Du weißt sozusagen vom Hans das Geburtsdatum. Richtig. Weil wenn er wirklich geboren wäre, hätte er dich ja eingeladen oder dich informiert vorher. Das, okay, alles klar. Das klingt in einem sehr verantwortungsvollen Job auch. Kann man davon leben? Jo. Ja. Und ich bin ja hier. Was machst du, wie gleichst du das freizeitmäßig aus? Was machst du in deiner Freizeit gerne? Ich male. Du malst? Ja. Was denn? Abstrakte Bilder, gegenständliche Bilder. Sagst du immer, das ist abstrakt, wenn man nicht erkennen kann, was drauf ist? Oder? Also entscheidest du das vorher, ob das ein abstraktes Bild wird? Oder ist das dann eher am nächsten Morgen, wenn der Rausch ausgeschlafen ist, dass man das erkennt? Teils. Ist völlig in Ordnung. Lass es zu, lass es zu. Das bleibt hier völlig unter uns. Hier wird keiner was erfahren. Sag mal, wenn du solche Sachen gut erkennst, ist die Lache echt? Ich glaube schon. Krass, auf jeden Fall. Also Konzernsicherheit, finde ich, sollten wir hier auf jeden Fall einführen. Tom, wenn du jetzt ins nächste Leben, das ist ja bei dir noch eine Weile, man kann dich unter dieser großen Mütze das Alter nicht so richtig abschätzen, es könnte alles sein. Zwischen irgendwie gerade frisch in die Konzernausbildung eingestiegen zu doch schon eigentlich draußen. Also was... Man kann das überhaupt nicht einschätzen. Wie alt bist du ungefähr? 35. 35, ja, guck mal, das ist ja auch noch. Nee, manche tragen ja die Mütze, weil keine Haare sind. Bei dir ist noch. Und sag mal, dann ist ja noch eine Weile hin bis zum nächsten Leben. Aber wenn es ins nächste Leben geht, was soll es denn sein? Bärchen oder Häschen? Was würde dich interessieren? Ein Bärchen. Natürlich, ja, man kann ja auch beim Typ bleiben. Und dann nehme ich das Häschen mal runter, gehe mal mit der rechten Hand in das Bärchen rein. Kein Mitleid, irgendwann muss die Hand in Bären. So, und dann schaust du mit dem Bärchen mal zu den Leuten. Und dann schaust du mal zu mir mit dem Bärchen. Und wieder zu den Leuten. Und wieder zu mir. Großen Applaus für Tom, meine Damen und Herren. Ja. Sehr, sehr gut. Du machst das sehr, sehr gut. Ja. Es ist sehr, sehr mutig von dir, aber es ist auch MDR, es wird keiner sehen. Ne? Also das ist. Wir brauchen jetzt für den Bären einen Namen im nächsten Leben. Wie könnte der heißen? Schauen wir mal an, wie könnte der Bär heißen? Nimm dir Zeit, ist gar kein Problem. Sven. Sven, ja.
Und gibt's was, was der Bär gerne mag? Hat er Vorlieben? Ist in Ordnung, lass es zu, da löst sich jetzt was, merkst du? Ja? Man kann bei YouTube auch vorspulen, du kannst Schokolade. Dir wirklich Schokolade naschen. Schokolade mag der, ja? Ja. Gibt's was, was der Sven ablehnt, was er gar nicht mag? Rosenkohl. Rosenkohl. Und jetzt braucht der Sven eine Stimme. Schau dir mal an, fühl dich mal rein, da klingt er anders als der Tom. Im nächsten Leben hat er die Sven-Bären-Stimme. Wenn der jetzt sagt, hallo, ich bin der Sven, ich mag Schokolade, aber kein Rosenkohl. Wie würde das in seiner Stimme klingen? Kannst mal zu den Leuten wackeln und das mal so in seiner Stimme sagen. Hallo, ich bin der Sven. Ich mag kein Rosenkohl. Großen Applaus für Sven. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Wir werden... Darauf ein kräftiges wir werden jetzt mal Sven auf dieses Häschen treffen lassen. Du hast ganz kurz Pause, Tom. Wir brauchen für das Häschen einen Ort. Kennt ihr einen Ort? Wart ihr mal irgendwo? Wo ist man hier in Leipzig? Eiskaffee Pitti Platsch? Oder wo seid ihr? McCormack's. Was für ein Ding? McCormack's. Der einzige Typ mit Schlips hier im Raum hat natürlich so einen Ami-Namen irgendwie. Was ist das? McCormack's? Ist das, was ist das? Ist das ein imperialistischer? Ist das irgendwie ein Waffenhersteller oder was? Was ist das? Ein irischer Pub. Ein irischer Pub. Das ist hier in Leipzig? Ja. Und da verkehrst du viel? Alles klar, aber solange man noch McCormick's sagen kann, kriegt man noch ein Bier, ne? Das, okay, McCormick's. Und ist jemand von euch im Leben mal ein Missgeschick passiert? Hat mal jemand irgendwie was vergessen oder liegen geblieben? Oder trotz einer krassen Lache hat er sich eine Karte für mehrere Fernsehveranstaltungen gekauft? Oder ist jemandem im Leben mal irgendwas Unangenehmes passiert? Seid ihr auf der Sonnenseite natürlich, ne? Aber kann sich jemand an irgendwas erinnern, was mal irgendwie Blödes passiert ist? Irgendwo gegengelaufen? Ja? Ja? Ich habe mal meine Freundin mit dem Namen meiner Ex-Freundin angesprochen. Ja, aber das ist ja kein Problem, weil in dem Moment stimmt's wieder, weil dann ist auch die Freundin deiner Ex-Freundin. Das ist, ja. Okay, die beiden. Die beiden sind jetzt im McCormick und sprechen aus Versehen die aktuelle Freundin mit dem Namen der Ex-Freundin an. Das ist jetzt eine intellektuelle Leistung, das ist ein bisschen anspruchsvoller als, ist es ein Betrug oder ist es kein Betrug? Ja, das ist, ja. Wobei das ja auch damit zusammenhängen könnte. Es ist ganz wichtig, ich gucke nur weg, ja? Ich gucke jetzt hier so runter, nicht wundern, damit ihr nur auf die Puppe guckt. Weil das lenkt ja sonst ab, wenn man den Puppenspieler sieht, das kann nicht funktionieren. Nie. Und bitte nicht wundern, ein paar Klugscheißer sagen immer, die Echse bewegt ja, wenn sie mit der Puppe spielt, selber auch ihren Mund. Das ist das, was ich mache hier, Puppenspiel. Es ist kein Bauchreden. Puppenspiel, Verfremdung, Theater, Kunst, Bauchreden, Illusion, Varieté, Kitsch. Und da kommen immer Leute zu mir und sagen, Echse, das sagst du nur, weil du nicht Bauchreden kannst. Das ist Quatsch. Ich kann Bauchreden, ich zeig das jetzt, dann haben wir es hinter uns. Guck mal hin. So wäre Puppenspiel, so wäre Bauchreden. Also, ich fühle mich kurz ein. Wie hieß er? Sven hieß er, ne? Hallo, Svenny. Na, wie wär's noch mit einem Guinness? Da bin ich dabei, Hasi-Mausi. Sven, du hast heute hier im Pub schon so viel Guinness getrunken. Du könntest damit ins Guinness-Buch kommen. Ist in Ordnung, lass es zu, lass es zu. Eins geht aber noch. Hier ist es. Dankeschön. Aber Sven, hast du mich gerade Hasi Mausi genannt? Na, wie du mich auch immer nennst, Bärchen, und ich nenne dich Hasi Mausi. Du hast mich noch nie Hasi Mausi genannt, sondern deine Ex. Ich. Ach, Scheiße. Gib das Guinness her. Das wird jetzt umgekippt. Kipp. Jetzt ist der Bär nass.
Hör auf mit diesen toxischen Verhaltensweisen. Weil du jetzt weinst, muss ich dich jetzt wieder trösten. Du machst das, um mich zu manipulieren. Ich weiß es, aber es macht mich geil. Großen Applaus für Sven und Tom. Sven und Tom, meine Damen und Herren, vielen Dank. Sven und Tom, das war's von mir. Tschüss. Tschüss, Leute, danke. Michael Hatzius, samt des Geäxtes, das war Olafs Club 2023. Wir bedanken uns bei Michael Hatzius und Geäxtes. Dank an alle, die dabei waren. Florian Winkels. Dank an Julius Fischer. Wir bedanken uns bei Jan-Philipp Timni. Und natürlich bei Sarah Hackenberg. Bis nächstes Jahr. Einige Monate Schonzeit und dann melden wir uns zurück. Einen schönen Abend. Danke. Auf Wiedersehen. Euer Bundes-Olaf und Zentralschubert fordert euch hiermit auf. Brecht auf mit mir zu neuen Ufern. Verlasst dieses erbärmliche hier, wie heißt es, YouTube. Das war ja gestern schon, vorgestern. Folgt mir hinüber zur Mediathek. Und zwar unverzüglich.